In diesem Video heute wollen wir uns ein paar Aufgaben zur Primfaktorzerlegung anschauen. Und zwar Aufgaben, welche immer wieder in Prüfungen vorkommen. Alle Zahlen, welche durch 12 und 20 teilbar sind, sind ebenfalls teilbar durch. Ja, damit wir die Teilbarkeit einer Zahl feststellen können, müssen wir die Primfaktorzerlegung machen. Damit eine Zahl durch 12 und 20 teilbar ist, muss sie durch die Primfaktoren von beiden Zahlen teilbar sein. Das heißt, wir schauen uns zuerst vielleicht die 12 an, die Primfaktorzerlegung von 12. 12 lässt sich durch 2, die kleinste Primzahl, teilen. 2 mal 6 gibt 12. Die 6 lässt sich auch durch 2 teilen. 2 mal 3 gibt 6. Und schon haben wir die 12 komplett zerlegt, nämlich in 2, 2 und 3. Ich schreibe das gleich mal hier hin. 2 mal 2 mal 3 sind die Primfaktoren von 12. Schauen wir uns die nächste Zahl, die 20, an. Ja, wie lässt sich denn die 20 zerlegen? 20 ist eine gerade Zahl, lässt sich durch 2 teilen. 2 mal 10 gibt 20. Die 10 lässt sich wiederum dann zerlegen, ist auch eine gerade Zahl. 2 mal 5. 5 ist eine Primzahl, das heißt, wir haben die 20 komplett zerlegt. 2 mal 2 mal 5 gibt 20. Gut, damit eine Zahl jetzt sowohl durch 12 als auch 20 teilbar ist, ist sie durch die Primzahlen von 12 und 20 teilbar. 2 mal 2 mal 3 von 12 habe ich hier schon hingeschrieben. Damit sie durch 20 teilbar ist, muss sie durch 2 mal 2 mal 5 teilbar sein. Nun gut, die 2 mal 2, die habe ich hier schon. 2 mal 2 mal 5. Und damit ist diese Zahl sowohl durch 12 wie auch 20 teilbar. Wenn eine Zahl durch 12 teilbar ist, muss sie durch 2 mal 2 mal 3 teilbar sein. Damit sie durch 20 teilbar ist, muss sie durch 2 mal 2 mal 5 teilbar sein. Damit ist sie eigentlich das kleinste gemeinsame Vielfache von 12 und 20. Ich schreibe das gleich hier hin. KGV. Eine Zahl, die durch 12 und 20 teilbar ist, muss durch das KGV, 2 mal 2 mal 3 mal 5, nämlich 60, muss 60 sein. Oder sie kann auch größer als 60 sein. Sie könnte auch 60 mal A sein, oder B, oder C. Das ist egal. Denn weil 2 mal 2 mal 3 mal 5 Teil dieser Zahl sind, ist sie auch durch 12 und 20 teilbar. Gut, schauen wir uns vielleicht die ursprüngliche Fragestellung nochmal an. Alle Zahlen werden durch 12 und 20 teilbar. Welche durch 12 und 20 teilbar sind, sind ebenfalls teilbar durch. Ja, welche Zahlen könnten denn das sein? Sie sind die einzelnen Primzahlen der Primfaktorzerlegung. Das könnte zum Beispiel eine 2 sein. Diese Zahl muss aber auch teilbar sein durch 2 mal 2. Das wäre dann 4. Oder 2 mal 3. Das wäre dann 6. Oder 2 mal 5, das wäre dann 10. Das könnte ich jetzt so weiterfahren, aber im Prinzip, das sind alles Kombinationen dieser vier Primzahlen. Und wenn wir jetzt in der ursprünglichen Aufgabe, wenn das eine Multiple-Choice-Aufgabe war, dann hatten wir als Antwort zum Beispiel die 7, die 9, die 12 und die 8. Gut, diese Faktoren hier, die kenne ich ja nicht. Das heißt, ich kann keine Aussage zu diesen machen. Aber wenn ich jetzt die 7 anschaue hier, ist 7 ein möglicher Teiler dieser Zahl, welche durch 12 und 20 teilbar ist? Ja, 7 müsste dann eigentlich in der Liste der Primfaktoren hier vorkommen, der bekannten Primfaktoren. 7 ist selbst eine Primzahl und kommt hier nicht vor, deshalb ist 7 keine mögliche Antwort. Wäre 9 eine Antwort? Ja, 9, wenn ich die zerlege, ist das 3 mal 3. Kommt hier 3 mal 3 vor? Es kommt zwar eine 3 vor, aber leider nicht zwei Dreien. Deshalb ist auch 9 keine Antwort.
Wäre 12 eine mögliche Antwort? 12 ist 2 mal 2 mal 3. Ja, die 2 mal 2 mal 3, die kommt hier vor. Ja, klar kommt 12, ist 12 eine Lösung, weil 12 ja, war ja schon hier oben und durch 12 ist damit teilbar. Das heißt, 12 ist eine Lösung. Schauen wir uns die 8 an. 8, ja, was ist denn die 8? Das wäre 2 mal 2 mal 2 mal. Das ist es, 2 mal 2 mal 2. Ich habe hier zwei Zweien, aber leider keine dritte 2. Das heißt, auch 8 ist keine Lösung. Die einzige Lösung in diesem Fall hier war die 12. Gut, wollen wir uns eine weitere Aufgabe anschauen, damit wir das auch gut lernen können. Alle Zahlen, welche durch 9 und 24 teilbar sind, sind ebenfalls teilbar durch. Wir beginnen gleich wieder mit der Primfaktorzerlegung. Diesmal von 9. 9 ist 3 mal 3. Also ich gleich schreibe die gleich wieder hier unten hin, diese Primfaktoren, 3 und 3. Und dann machen wir die Primfaktorzerlegung von 24. Die ist etwas anspruchsvoller nun als die 9. Die 24, die teilt sich auf in die 2 und 2 mal 12 gibt 24. Dann lässt sich das weiter unterteilen in 12 ist eine gerade Zahl, das sehen wir hier. 2 mal 6 gibt 12 und dann, wenn ich die jetzt noch unterteile, die 6, die ist 2 mal 3. Das heißt, ich habe für die 24 die Primfaktoren 2 mal 2 mal 2 mal 3. Die müsste ich jetzt hier unten hinschreiben, damit sie zusammenfügen mit den Primfaktoren von 9. Ja, 2, 3 habe ich schon hier. Das heißt, diese 3 muss ich gar nicht mehr hinschreiben. Aber die 2, die fehlen mir. 2 mal 2 mal 2. Das heißt, ich schreibe hier vorne hin. 2 mal 2 mal 2. So einen schönen Punkt. Und hier fehlt natürlich noch ein Malpunkt dazwischen. Das heißt, das kleinste gemeinsame Vielfache von 9 und 24 ist 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3, was wiederum 72 ist. Schauen wir uns dann die Antworten an, die wir hatten in dieser Aufgabe. Wir hatten hier 16. Wir hatten 27. Wir hatten die 5 als mögliche Antwort. Wir hatten eine 11 als mögliche Antwort und eine 9. Schauen wir uns das an. Was ist denn die Primfaktorzerlegung von 16? 16 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2, 2 hoch 4. Gut, wir haben hier 3 mal die 2, aber leider nicht 4 mal. Das heißt, 16 ist keine mögliche Antwort. Was ist denn 27? 27 ist 3 mal 3 mal 3. Wir haben hier drüben nur 3 mal 3. Eine 3 fehlt uns bei den Primfaktoren. Das heißt, auch 27 ist keine mögliche Lösung. Wir haben die 5. Ja, die 5, die 5 ist schon eine Primzahl. Das heißt, es ist nur einfach 5. Die 5 kommt hier leider nicht vor in den Primfaktoren. Das heißt, auch die 5 ist keine mögliche Lösung. Die 11, ebenfalls eine Primzahl, kommt auch nicht vor und ist auch keine mögliche Lösung. Und die 9, 3 mal 3 gibt 9. Ja, die 3 mal 3, die haben wir hier. Ja, das war schon eine Zahl hier oben, durch die sie teilbar ist. Das heißt, klar ist 9 eine Lösung. Ja, was wären denn nun andere mögliche Lösungen? Können wir uns überlegen. Wir haben das schon in der Aufgabe vorhin gesehen. Alle möglichen Lösungen sind im Prinzip Kombinationen aus den Primfaktoren, welche wir hier haben. Das heißt, zum Beispiel 8 wäre eine mögliche Lösung. Denn 2 mal 2 mal 2 kommt hier vor. Oder was wäre eine andere mögliche Lösung? Die 4. Klar. Die 4 ist einfach 2 mal 2. Oder die 6. 2 mal 3. Oder die 18. 2 mal 3 mal 3. Alle möglichen Kombinationen
aus den Primfaktoren des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von zwei Zahlen sind mögliche Teiler einer Zahl, welche durch diese zwei Zahlen geteilt werden kann.